Entschuldigung. Muss ich erstmal hier ausrichten. Das ist voll schwer, Mann. Was denn? Hier auszurichten. Ja, ich stand vorhin, glaube ich, auch ein paar Mal so leicht schief. Aber ey. Ja, ist nicht schlimm. Ja, wir sind einfach auf Biegen und Brechen hier gerade losgefahren und haben so ein bisschen versäumt, ein Intro zu machen. Wir sind bei... ja, und dann waren wir plötzlich mitten in der Achsvermessung und dann hat sich herausgestellt, dass unser Kollege Micha von Mods Tuning es mega drauf hat. Also abgesehen davon, dass er ziemlich fundiertes Wissen hat und eine langjährige Erfahrung. Micha, wie lange? 20 Jahre? Was denn? Wie lange machst du hier Sachen? Also sagen wir, er ist 47 und schraubt seit 49, ja. Genau. Hat den Laden hier seit über 20 Jahren und seit circa 25 Jahren ist er im Motorsportbereich unterwegs. Feiner Kerl, abgesehen davon, es gibt viele Leute, die es drauf haben, aber es gibt wenige Leute, die es so drauf haben, das Ganze so gut zu vermitteln und zu verpacken. Und deswegen haben wir auch den Entschluss gefasst, dass wir auf jeden Fall des Öfteren hier aufschlagen und auch mehrere Einzelfolgen machen. Wir machen ein komplettes Setup für mein Z4 und es hat sich herausgestellt, wie ich vermutet habe, dass einige Sachen nicht so gut abgestimmt waren. Und ja, ich bin super happy, euch das zu zeigen. Nee, also ich kenne Micha selber schon lange. Wir sind letztes Jahr zusammen die Youngtimer Trophy gefahren, die Nürburgring Classics. Also er kann es ja. Und vor allem er hat Freude daran, das Wissen weiterzugeben. Ne? Das findest du ja auch äußerst selten in dem Bereich. Absolut cool. Und deswegen freuen wir uns weiter, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, cool. Viel Spaß dabei. Lasst ein Like da und ihr werdet auf jeden Fall mehr von dem charmanten Micha sehen. Alle sind charmant bei dir. Ja. So, Sturz passt jetzt schon mal. So, jetzt gucken wir uns einfach mal hier über diesen Laserpunkt die Gradstellung der Hinterachse an. Das heißt, wenn die Hinterachse natürlich parallel zur Symmetrieachse steht, also Symmetrieachse ist ja die gedachte Mittellinie des Fahrzeugs, dann müssen natürlich beide Punkte auf der Skala gleich sein, ne? Weil dann steht die Hinterachse. Steht sie schräg, habe ich natürlich unterschiedliche Markierungen links auf rechts. So, hier haben wir jetzt einfach auf dieser Skala, also eine ganz normale Zahlenskala, die keinen Wert hat. Das ist keine Millimeter, kein Grad, kein gar nichts, sondern einfach nur eine Skala. Ja. Mehr nicht. Ne? Das heißt, wir haben hier 5, 6, 7, 8, irgendwas um die 8,2 auf der linken Seite. Das können wir jetzt hier, damit wir es natürlich nicht vergessen, in unser tolles Programm eingeben. Was habe ich gesagt? 8,2. Ah, der hat wieder aufgepasst. Was hat er gesagt? 8,2, ich habe studiert, Junge. Und das gleiche sollte man natürlich auch bei anderen Seiten haben, damit wir auch wirklich dieses Geradeausfahren des Fahrzeugs gewährleisten können. So, was haben wir hier? 6, 7, 8, 9, 9,2. Also, das ist jetzt, wir können das jetzt nicht an Millimetern abschätzen, das ist einfach nur ein Wert, der nicht passt. Ja, okay. Das heißt also, wenn ich mir die Hinterachse anschaue, würde jetzt entweder die Hinterachse versetzt sein, der sogenannte Achsversatz, oder ist es einfach nur die rechte Spur leicht auf zur linken Spur oder vielleicht die linke Spur leicht zu? Keine Ahnung. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir wissen jetzt nur, dass die Hinterachse nicht parallel zur Symmetrieachse des Fahrzeugs steht. Ne? Und da wir eine Einzelradaufhängung haben, können wir das halt, wir haben keine Starrachse. Bei der Starrachse hast du das Problem, dass du keine Einzelspur einstellen kannst. Da kannst du nur die ganze Achse versetzen. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Da können wir nur die ganze Achse versetzen. Tschüss. Und hier können wir natürlich jetzt mit der Spur, mit den einzelnen Spurwerten der Hinterachse, das natürlich eingeben. Ne? So, was haben wir hier? Das kann aber auch sein, dass sich das jetzt erst verändert hat, nachdem wir den Sturz korrigiert haben. Das kann sein, dass es vorher passte. Glaube ich nicht. Was war denn? Hast du aufgepasst? Ja, 9,2. Und wieder studiert. 9,2. Das ist richtig. So, jetzt wollen wir einfach mal gucken, was jetzt der Hersteller an Spurwert hinten gibt. Einfach mal zur Erklärung, was jetzt die Spur auf der Hinterachse bewirkt. Schauen wir es mal an. Also wir haben jetzt natürlich auf der Hinterachse haben wir das Problem, dass der Spurwert, den wir eingeben, der wird immer statisch sein. Vorne ändert sich der, sobald wir eine Kurvenfahrt beschreiten, lenken wir ein und lenken die Vorderachse ja in die Spur ein. Hinten bleibt sie so, wie wir sie einstellen. Wir stellen die Hinterachse auf komplett Null ein. Das heißt, das Rad zeigt genau in gleicher Richtung der Symmetrieachse. Wir stellen eine Vorspur ein, das heißt, die Räder würden vorne zusammenführen
Oder wir würden eine Nachspur einstellen, dass die Räder vorne auseinander gehen. Ja, ist klar. So, was das für eine Auswirkung hat, können wir uns jetzt hier einmal, wir haben ja hier so eine schöne Tafel, können wir uns hier einmal anschauen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Fahrzeug und dieses Fahrzeug würde jetzt, hier die Symmetrieachse, hier meine Hinterachse, zack, und würde jetzt praktisch nach links eine Kurve fahren. Ja. Ne? Würde jetzt normalerweise das ganze Fahrzeuggewicht auf die rechte Seite kippen. Mhm. Wenn wir das richtig übertreiben, man sieht das auf der Rennstrecke, würde bei frontangetriebenem Fahrzeug sogar das Rad abheben. Ja. Bei heckangetriebenem Fahrzeug würde die Vorderachse abheben. Da kann man schon mal sehen, dass also wirklich die kurvenäußeren Räder die ja fast 100% der Haftreibung übernehmen. Mhm. So. Das heißt, die übernehmen natürlich auch die Fahrtrichtung. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Hinterachse eine Nachspur einstellen würde, ich würde jetzt praktisch meiner Hinterachse die Spur hinten aufmachen. Ich übertreibe es einfach mal. So, ne, das ist jetzt eine Nachspur. Beide offen. Ja. Total übertrieben, gar keine Frage. Ist dieser in der Linkskurve überhaupt gar nicht maßgeblich. Also der hat eigentlich wenig Einfluss, also keines falsch, wenig Einfluss. Die Spur bestimmt, das spurbestimmte Rad der Hinterachse ist natürlich jetzt auf der Linkskurve die rechte Seite. Ja. So, und jetzt überleg dir mal an, das Fahrzeug kippt hier ein. Was meinst du, wo die Hinterachse hinfährt? Quasi nach rechts. Genau, fährt in diese Richtung. Was macht das Fahrzeug? Bricht weg hinten. Genau, ist übersteuert. Ja. Ne? Das heißt, in einem bestimmten Bereich ist das gut, weil du sehr spitz in die Kurve reinfahren würdest. Ne? Aber dadurch, dass du auch noch Heckantrieb hast und den Haftabriss hinten provozierst durch deine Last, die du hinten drauf gibst, bist du mit einer offenen Spur auf der Hinterachse, also da kannst du mit Driften fahren. Damit kannst du Driften fahren. Es gibt auch ganz, ganz kranke Fahrer, die wollen so fahren, gar keine Frage. Aber nur, weil es sich schnell anfühlt, ist es nicht schnell. Nee. Ne, du fährst mit dem Ding und denkst, boah, das Ding ist so brutal am Gas, der kommt hinten. Und wenn du auf die Zeiten guckst, boah, bist du zwei Sekunden langsamer wie alle anderen. Ja, genau. Du kriegst ja gar keinen Kurvenspeed hin, weil die Kurve weggeht. Klar, so ein bisschen was musst du schon. Du musst spitz in die Kurve rein, weil damit der Einstellwinkel natürlich für die Kurvenfahrt optimaler ist. Mhm. Aber toll ist das halt nicht. Ne? Ja. So, jetzt überleg dir das, wenn wir das genau andersrum machen. Wir würden jetzt dem Reifen eine Vorspur geben. Ne? Hier wieder genau das Gleiche, die linke Seite können wir vergessen, die rechte Seite spurbestimmte Rad, das heißt also hier haben wir ein neutrales Einfahren in die Kurve, das heißt das Heck wird unheimlich stabil, macht dich natürlich auch langsam, ne? Weil jetzt würde als erstes das Fahrzeug vorne untersteuern und würde aus der Kurve ausziehen, weil er hinten so viel Grip und so viel in den Kurvenradius reinfahren würde, dass das zwar sehr sicher ist, das Fahrzeug bricht nicht aus, aber jetzt auch nicht schnell. Wir müssen also den Punkt erreichen, wo wir praktisch die Spur so einstellen, dass wenn er ausbricht, er über alle vier Räder nach außen treiben würde. Also kein Untersteuern, kein Übersteuern. Also das Beste aus beiden Welten. Genau. Ja. So, und hier ist natürlich auch wieder, wir müssen irgendwo anfangen. Warum sollen wir dann nicht die Angaben des Herstellers geben? Klar. So, und wenn jetzt der Kunde sagt, okay, ich fahre, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wenn ich im Grenzbereich bin, dann fängt er an, über die Vorderachse zu schieben und wir können alles andere ausschließen. Ja. Luftdruck, Sturz, alles. Ja. Ne, dann würde ich sagen, pass auf, dann machen wir hinten einfach noch die Spur ein bisschen weiter offen, ne, damit du hinten ein bisschen agiler auf der Hinterachse wirst. Nur wenn der sagt, boah, ich fahre in die Kurve ein und jedes Mal kommt das Heck, ich kann da überhaupt nicht mit umgehen, mach mir das wieder weg. Dann fange ich an, einfach die Spur in die Vorspur einzustellen. Ja. Also null ist schon sehr gewagt, weil bei Null hast du halt durch die Antriebsachse relativ schnell Haftabriss. Ich sage mal so, unsere Autos Ford Puma, Ford Puma Cup Fahrzeuge, wenn ich mir diesen Ford Puma in der Serie angucke, hat man den auf der Hinterachse 60 Minuten Vorsprung gegeben, fast ein Grad, weil man Angst hatte, dass diese ganzen jungen Bengels mit dem Ding hinten ausbrechen. Okay. Fährt natürlich sehr stabil auf der Hinterachse, ne, untersteuert wie Sau, ne, aber wir im Rennbetrieb fangen dann natürlich an, hinten die Achse aufzumachen, weil wir damit schneller werden. Ja, ne? Klar. Natürlich, also sämtliche frontangetriebene Fahrzeuge, wo man jetzt keine ASR-Regelung hat, keine Anti-Stupf-Systeme, keine Sicherheitseinrichtungen, die das Rad hinten oder den Heck abbremsen, sind halt mit der Hinterachse sehr viel in Vorspur eingestellt, um das Fahrzeug einfach sicher fahren zu lassen. Ja, so, wir nehmen jetzt natürlich auch wieder so einen Wert, einen Referenzwert, das ist ja die Grundeinstellung, die wir hier machen, wo wir dann nachher nur über Feedback des Fahrers, weil jeder Fahrer es anders hätte, gerne der andere sagt, ich will nicht, dass das wegkommt, der andere sagt, ich will, dass das wegkommt, fangen wir mit dem Ausgangswert an und er sagt dann nachher, so ein bisschen könnte ich aber noch, oder ist es zu viel? Ja, ne? Ist gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie hoch denn der Wert oder die Gesamtspur hinten überhaupt ist. Also du willst natürlich jetzt hier so
groß in der Vorspur, dass das Fahrzeug hinten so neutral fährt, dass der, glaube ich, nicht hinten ausbrechen wird. Also wie gesagt, kann das auch daran liegen, dass wir jetzt in dem Sturz ein bisschen eingegriffen haben. Dadurch verstellen wir natürlich auch die Spur ein bisschen. Aber wenn du jetzt diesen Spurwert hättest, hättest du hier einen Spurwert von 60 Minuten Vorspur. Ja. Das ist fast ein Grad. Das heißt also, hier würde das Heck niemals kommen. Da kannst du, glaube ich, noch so, ja, okay, dann musst du richtig Leistung haben. Ne? Aber jetzt, was ist das Problem, wenn das Heck nicht kommt? Heißt, wir sind langsamer, weil wir über die Vorderachse hier schieben? Genau. Irgendwo hast du ja dann Haftabriss und der Haftabriss soll ja neutral kommen. Ne? Wenn du jetzt um eine Kurve kommst, gibt ja irgendwann mal Material auf. Klar. Das heißt, die Geschwindigkeit bremst dich ja irgendwie ein, weil irgendwas, weil du den sogenannten Kamm'schen Kreis verlässt. Ne? Also die Haftreibungszahl oder die Haftreibung von den Reifen nimmt ab, weil die Verbindung zwischen Asphalt und Reifen aufgibt. Und dann fängst du an, einfach den maximalen Schlupf aufzubauen. Das heißt, das Rad rutscht durch und fängt dann an, entweder über die Vorderachse wegzurutschen oder über die Hinterachse wegzurutschen. Ja. Ne? Das Optimale ist natürlich, wenn er wirklich neutral rutscht. Das heißt, es fangen beide gleichzeitig an. Dann weißt du genau, der Spurwert vorne und hinten passt optimal. Genau. Ne? Weil dann habe ich den Abriss auf den spätmöglichsten Moment ausgezögert. Genau. Alles, was du jetzt verstellen würdest, würde früher kommen, weil einfach eine Achse eher den Haftabriss provozieren würde. Ja. Und das würde natürlich bedeuten, dass das alles früher kommt. Ne? Ja. Weil die maximale Verzögerung ist eigentlich immer, wenn alle vier Reifen immer noch greifen können. Ne? Ja. Und das ist das, was wir wollen. Das heißt, wir stellen unsere Spur so ein, dass wir in Kurvenfahrten wirklich das so probieren, dass wirklich, wenn er kommt, beide gleichzeitig kommen würden. Es gibt jetzt wirklich wieder welche, die sagen, du, ich möchte aber, wenn er kommt, dass das Heck kommt, weil das macht, kann mich natürlich auch schnell machen, weil ich dann natürlich das Einlenken beschleunige. Ja. Ne, das heißt, ich würde praktisch mich in die Kurve reindrehen. Da arbeiten ganz viele mit. Ne, also normalerweise ist es noch schneller, ihn einen Tack hinten eher kommen zu lassen. Okay. Ne, oder sogar mit der Bremse leicht zu spielen, dass du sagen kannst, oh, kurze Haftabriss. Aber das klingt für mich nach einem Profil für einen Fahrer, der es wirklich drauf hat. Richtig. Würde ich auch erstmal keinen empfehlen. Okay. Also immer eine neutrale Grundeinstellung. Alles neutrale Grundeinstellung, ich sag mal, eher die Vorderachse kommen zu lassen, weil das Problem ist immer, wenn die Hinterachse kommt, ist es tendenziell von dem Gefühl her, denkt man sich, okay, ich will eigentlich in diese Richtung, mein Fahrzeug fährt aber in diese Richtung. So schnell kriege ich das gar nicht mit. Und instinktiv fange ich nämlich an, oh, ich will ja nach da, mein Auto fährt nach da. Ich muss aber nach da, also lenke ich da rein. Und instinktiv macht man genau das Falsche. Man lenkt also in die Kurve rein und lenkt mit dem Heck raus und dann bist du weg. Ja. Beim Frontantrieb machst du das Gleiche, dann musst du es aber auch machen. Ja. Wir wissen natürlich, wenn wir so ein bisschen Motorsport-Erfahrung haben, wenn ein Heck kommt, dass ich dagegen lenken muss. Ja. Das weiß ich. Aber instinktiv passiert das nicht. Instinktiv ist immer nur, oh, da muss ich hin, da fahre ich hin, also muss ich weiter nach links, also lenke ich weiter ein. Deswegen ist das sichere Fahren immer ein leichtes Untersteuern, weil man dann wirklich weiter in die Kurve einlenkt, wie man eigentlich rein möchte. Und wirklich, wenn man sagt, ich kenne mich mit dem Auto aus, das Auto ist vertraut, ich weiß, was ich tue, dann fange ich an, die Hinterachse etwas aufzumachen, weil dann bewege ich mich wirklich in den Bereich, wo ich ganz vorne mitfahren möchte. Ne? So, also das ist sehr neutral, das heißt, hier muss einfach die Spur auf. Ne? Das habe ich aber auch vor allem in Assen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, du bist in Assen ja auch das Auto gefahren. Nee, ich bin ja IBC-Schuft. Du hast, ja, der hat meine Bremsen kaputt gefahren in Assen. Egal. Die scharfe links. Start-Ziel, dreifach rechts, dann hast du eine ganz scharfe links. Die und da, also ich hatte das Gefühl, dass ich da viel schneller fahren konnte, war aber limitiert durch die Vorderachse, weil die angefangen hat, vorne zu rubbeln. Die hat immer geschoben. Ja, hattest du auch das Gefühl? Definitiv. Geil. Ich habe dir doch auch jedes Mal gesagt, dass das die Kackkurve ist. Kackkurve. Kurve. Entschuldigung. So, nun mal gucken, ob wir das Ding überhaupt eingestellt kriegen hier. Hör auf jetzt. Ja, das ist mal ein bisschen kompliziert bei der Hinterachse hier. Na klar kriegen wir das eingestellt, jetzt mach mich nicht schwach. So, genau, jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt einstellen muss. Wir haben 60 Minuten Schluss, ne? Nur mal so ein Ding zwischendurch. Ja. Ne, du warst gar nicht gemeint. Ach so. Aber, Ich finde das ist die geilste Achsvermessung in meinem Leben. Bisher. Ja, ohne Scheiß. Ja, mit der Erklärung, also, definitiv. Also, das ist besser als jedes Tutorial, was ich bisher hatte. Ich bin echt
positiv überrascht. Geile Nummer. Ich kann auch sagen, also Micha ist auch in der Lage, das immer sehr schnell unter widrigen Umständen durchzuführen. Ich erinnere mich da an die Youngtimer Trophy letztes Jahr. Da bin ich auf 3 Felgen zwischendurch in die Boxengasse gerollt. Hat sich vorne links verabschiedet. Da hat er, glaube ich, wie lange hast du gebraucht? 30 Minuten, 35 Minuten, bis alles wieder fit war, Auto frisch vermessen und tippitoppi, ne? Ja, tippitoppi, weiter ging's. Wir sind ins Ziel gekommen. Klassenzweiter. Du hast in der, also du hast, ich verstehe, du hast in der Kurve dein Rad verloren. Ja, im Schumacher S, um genau zu sein. Ja, ich wurde von meinem eigenen Rad überholt, vorne links. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich... Ja, weil ich verstehe dein Rad, ich hätte auch keinen Bock mehr auf dich. Boah, bei dem Typen mitfahren? Ne, ich fahr vor. Hallo. Ich mache ihn so, Rad machen so, boom, Unfall. Unfall. Das Auto ist soweit vermessen. Wir haben, die Achsvermessung ist durch. Du bist durch. Du bist durch? Wir haben heute mega viel gelernt, unter anderem, also was ist jetzt das Setup allgemein? Michael, hinten habe ich ein bisschen der Nachspur als Serie, ne? Ja. Also wir haben jetzt hier von den Einstellwerten sind wir von dem Sturzbereich hinten in Serienmaßen und von dem Spurbereich auch in Serienmaßen. Du hattest viel zu viel Vorspur. Ich hatte zu viel Vorspur. Ja, du hattest okay. Du hattest 60 Minuten Vorspur. Die Mädchenabstimmung. Ne? Also quasi. Eine Mädchenabstimmung, genau. Wir haben dir jetzt mal eine Männerabstimmung gegeben von, ich glaube, was hat man so mal gucken, 15 oder 20 Minuten Vorspur. Alles das klar. Heißt also, jetzt ist das Heck ein bisschen agiler. Zu viel damit Vorspur. Damit auch mal die Barthaare ein bisschen wachsen können, würde ich sagen. Jawohl, ey. Ja. Alles klar, also die Vermessung ist fertig. Das Ergebnis, ich hatte hinten ein bisschen zu viel Vorspur, was zur Folge hat, dass das Auto mehr über die Vorderachse schiebt. Statt dass es hinten, das Heck hinten schneller kommt. Wir haben die Serienwerte hinten komplett. Sturz und Spur ist jetzt komplett im Seriensetup. Vorne haben wir ein Parameter geändert und zwar haben wir da jetzt die 3 Grad Sturz. Was heißt geändert? Das hatte ich schon vorher, wir haben es beibehalten. Warum? Wir haben heute einen ganz wichtigen Aspekt gelernt und zwar kann man so wie das Fahrzeug, wie ich jetzt hier mit dem Setup angekommen bin, kann man die Achsvermessung bzw. eine Abstimmung gar nicht wirklich machen. Also sie wird nie hundertprozentig sein, weil uns ein ganz wichtiger Faktor fehlt, wie wir heute gelernt haben, der da wäre Reifentemperatur. So, die Reifentemperatur ist absolut ausschlaggebend für das Setup. Wir haben natürlich dazu gelernt, bei dem nächsten Trackday in Oschersleben werden wir die Reifen innen, Mitte, außen messen. Mit den Werten kommen wir wieder zurück zum Micha und ich glaube, das war's für heute, ne? Das war's für heute. Nee, wie war das? Radlasten. Die Einzelradlasten, sorry, danke. Ha 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 ha.